Ja, und das hat uns auch im letzten Jahr ganz gewaltig natürlich Probleme gemacht. Sie haben es ja in der Einleitung schon gesagt, dass der vorjährige Kongress unter einem anderen Vorzeichen gestanden ist als der Euro. Österreichweit hat die Wirtschaftskrise einen Nachfrageausfall von 3,6% gebracht. Wir in Oberösterreich mussten sogar 4,1% aufgrund der hohen Industrialisierung hinnehmen. Das war der schwerste Eingriff in das Wirtschaftswachstum in den letzten 60 Jahren. Das muss man sich vorstellen, damit man auch die Dimension richtig einschätzt. Besonders schwer war das erste Halbjahr im vergangenen Jahr betroffen. Hier war der Einbruch im ersten Quartal 4,9% und im zweiten Quartal gar 5,1%. Verantwortlich für diese Entwicklung war natürlich der Rückgang der Exporte, was unsere Stärke durch Jahre hindurch war, was uns zur Nummer 1, zur absoluten Nummer 1 als Wirtschaftsland unter den neuen Bundesländern gebracht hat, hat im vergangenen Jahr gewaltig zurückgeschlagen. Vor allem die Sachgütererzeuger haben darunter sehr gelitten. Der Wert der Warenausfuhren verringerte sich laut Außenhandelsstatistik im Jahr 2009 um ein Fünftel. Innerhalb eines Jahres, das muss man erst einmal verkraften. Durch diese Rahmenbedingungen war vor allem die exportierende Wirtschaft der Industriebundesländer Steiermark, Niederösterreich, vor allem aber Oberösterreich, ein wenig auch Vorarlberg betroffen. Was das für einzelne Unternehmen bedeutet hat, wird klar, wenn man die Rückgänge nach Branchen sich anschaut. Am stärksten sank die Produktion, der Produktionswert in folgenden Branchen: in der Metallerzeugung und Bearbeitung um 31,8%, bei der Herstellung von Kraftwagenteilen um 30,4% und im Maschinenbau um 24,2%. Das heißt natürlich nicht, dass heimische Industriebetriebe von heute auf morgen ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren hätten. Unser Problem war, dass insbesondere in den ersten beiden Quartalen des letzten Jahres dieser Wettbewerb viel zu selten stattgefunden hat, weil eben zu wenig Nachfrage da war. Oder aus aktuellem Anlass in der Sprache des Fußballs gesprochen: wir konnten auf den Exportmärkten keine Tore schießen, weil der Ball viel zu selten am Spielfeld lag. Meine Damen und Herren, mittlerweile hat sich Gott sei Dank das Bild wieder verändert. Die Weltwirtschaft erholt sich weiter. Die Zugpferde sind derzeit die USA und die Schwellenländer in Asien und Lateinamerika. Mit der internationalen Konjunkturerholung stabilisiert sich auch der Außenhandel langsam. Dennoch, um ein weiteres Bild aus der Fußballwelt zu verwenden: wir müssen verglichen mit dem Niveau des Jahres 2008 einem Rückstand mit ordentlichem Tempo nachlaufen. Wir werden diesen Rückstand sicher ausgleichen. Die Frage ist nur, wie schnell geht das? Ich freue mich daher, dass Sie diesen Kongress unter das Motto gestellt haben: zurück zum Wachstum. Unsere Landespolitik haben wir unter das Motto gestellt für heuer und nächstes Jahr: zurück zur Vollbeschäftigung. Letzten Monat mit 4,0% Arbeitslosenquote sind wir nahe an diesem Ziel wieder daran, wenngleich wir festhalten müssen, dass die Zahl derer, die in Schulungen sich befinden, noch gestiegen ist. Ja, es geht darum, Konjunktur wieder kräftig zu beheben. Hier wird sich in Oberösterreich die Politik ganz sicher nicht mit der Zuschauerrolle begnügen. Wir sind dank halbwegs stabiler Finanzen in der Lage, zwischen Haushaltskonsolidierung und Wachstumsimpulsen uns durchzubalancieren und den Schwerpunkt auf die Impulse legen zu können. Wir haben ein großes Konjunkturpaket im vergangenen Jahr geschnürt. 50% dessen wird heuer wirksam. Die Gesamtwirksamkeit beträgt 1,4 Milliarden Euro. Wir hatten im Jahr 2009 eine Investquote von 22,8% des Landesbudgets. Das werden Sie im europäischen Raum kaum finden. Neben der Notwendigkeit, die Konjunktur weiter zu stützen und in Zukunftsfelder zu investieren, Forschung, Entwicklung, Bildung, müssen wir aber auch dafür sorgen, dass unsere Finanzen in Ordnung bleiben. Aufgabe der Politik ist, im eigenen Bereich das zu tun, was im Mittelpunkt im Kongress steht. Das Kongress steht nämlich Kosten, Effizienz und Struktur uns genau anzusehen.
Hier werden auch Veränderungen passieren. Wir haben vor 3 Wochen in Oberösterreich geordnet auf dem Bund eine große Verwaltungsreform einstimmig durch Grundsatzbeschluss in der Landesregierung gestartet. Wir werden dort Kosten dämpfen und sparen, wo das nicht zulasten der Konjunktur und nicht zulasten der Zukunft geht. Ich habe angekündigt, wir werden die Landesverwaltung spürbar kleiner machen. Wir dürfen nicht vergessen, um 1% reduzieren heißt 50